Vielleicht schauen wir uns das später zusammen an und reden darüber. Das wäre schön. Hab dich lange nicht gesehen. Ich sollte aufbrechen. Bin hier, wenn du mich brauchst. Aloy, du bist zurück. Wie läuft es denn hier so? Ich versuche immer noch, Beta zum Reden zu bringen. Es geht sehr langsam voran. Geht es dir gut? Diese Klonsache ist schwierig. Selbst für dich. Ich mach einen Schritt nach dem anderen. Das ist gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Ich sollte zurück in die Wildnis. Ich behalte Beta im Auge, damit es ihr gut geht. Okay. Meinst du, wir könnten kurz reden? Natürlich. Hat Gaia dir etwas über die Zeniths erzählt? Das hat sie. Obwohl es nicht gerade einfach zu glauben war. Dass Orte unter den Sternen sind, wo das Leben ähnlich erblühen kann wie hier. Das macht's einen selbst klein und herzzerreißend, dass solches Leben entschlossen ist, unseres zu vernichten. Ich muss jetzt gehen. Mögest du finden, was du suchst. Ach, nach unten. Ich sehe dich, Streiterin. Pass auf, wenn du nach Südwesten reist, Streiterin. Die Rebellen haben sich in den Hügeln niedergelassen. Sie würden dir bestimmt gerne ein Grab schaufeln. Danke für die Warnung. Klingt, als ob die Tenakt Hilfe mit den Rebellen brauchen können. Muss ganz nah sein. Ich habe Neuigkeiten für die Botschaft.
Seite, dass sie hier sind. Um sie loszuwerden, sollte ich am besten den Anführer erledigen. Das müssen die Ruinen von Las Vegas sein. Poseidon kann nicht weit sein. Laut Gaia sollte ich Poseidon hier finden. Aber die Ruinen hier sind der Witterung ausgesetzt. Aber viele sind auch im Sand begraben. Vielleicht liegt Poseidon unter der Erde. Wenn das stimmt, könnte ich einen Weg nach unten durch eine dieser Bauten finden. Aus dem Gebäude fließt Wasser. Ist das Poseidons Werk? Ich schaue mir das an. Jemand ist hier gewesen. Ausrüstung. Als wäre da was hinter der Plane. Ich hatte sie fast. Ich war so nah dran. Oh, am Ertrinken vielleicht. Nicht an den Glimmern. Morland, es ist vorbei. Nein, nicht für mich. Dann wirst du sterben. Allein. Denn wir bleiben nicht hier, um die Leiche herauszufischen. Wir sind fertig. So stand das Schicksal des Visionärs auf Messers Schneide. Würde er das Leben wählen oder dem tödlichen Wahn unterliegen? Hallo. Also, eine alte Stadt unterm Sand, aber überflutet. Plötzlich taucht eine Nora Speerjungfer auf. Ja, schon gut. Also, ihr seid schon mal keine normalen Stöberer. So viel steht fest. Was ist das? Ich nenne es Tauchblase. Das ist Modell 1. Modell 2 war besser, ist aber stecken geblieben. Der Luftkanal blieb hängen. Du bist getaucht. Damit. Ja, ein Laie versteht wohl kaum was. Das ist ziemlich schlau. Oh, tut mir leid. Nur zur Erinnerung. Du warst eingeklemmt und wärst fast ertrunken. Es müsste natürlich tragbar sein.
Ein Maschinenknie vielleicht? Man braucht einen Filter. Eine synthetische Membran reicht. Mit einem Schlauch zu einer Druckluftkapsel. Hammer und Zahn. Was ist das? Was passiert hier gerade? Komm hier rüber. Sie ist eine Fremde. Wie heißt du? Aloy. Marlott. Sie ist keine Fremde mehr. Verdammter Idiot. Na los, ich hab noch die Originalskizzen hier. Oh, warte, vorher hab ich ein paar Fragen. In Ordnung. Partner. Partner? Ignoriere es. Was genau ist da unten passiert? Eine unvergleichliche Stöberaktion. Eine Chance, in Opas Fußstapfen zu treten. Unter diesem Gebäude liegt ein Hohlraum, eine Kuppel, komplett vor Sand geschützt. Wir bauten diesen Aufzug für einen leichten Zugang. Ziemlich komplexes Ding, war gar nicht so leicht zu... Ja, nochmal. Was ist passiert? Ganz unten sahen wir die Schätze, die mein Opa zuerst entdeckt hatte. Alle Arten gemalter Bilder in der Luft. Tanzende Frauen, Spiele und Münzen und Verheißungen auf Jackpots. Was auch immer das ist, ist bestimmt was Gutes. Aber dann lief etwas schief. Alle Bilder wurden bautisch. Wellen durchzogen sie, sogar Fische. Wie ein seltsamer Unterwassertraum. Poseidons Traum. Ja. Tja. Plötzlich war ein fürchterliches Rauschen zu hören und dann explodierte das Wasser aus dem Boden. Das Wasser schoss einfach aus dem Boden und flutete alles? Eine tosende Flut, einfach unglaublich. Wir rannten zum Aufzug und waren gerade oben, als die Welle unter uns zusammenschlug. Ich wollte nicht aufgeben und baute die Tauchblasen, Modell 1 und 2. Bin mit beiden getaucht und jedes Mal beinahe ertrunken. Aberdant ist außer sich. Hält mich für verrückt. Aber ich kann nicht aufgeben. Nicht jetzt. Die Glimmer sind in greifbarer Nähe. Vielleicht kann ich helfen. Ja. Vielleicht. Wie tief ist es? Kann ich runterschwimmen? Wenn du Kiemen hast. Man könnte 50 Fässer im Schacht stapeln. Für Osaram sind Fässer die passende Maßeinheit. Es ist die Tiefe von Wasser, also passt es. Wie dem auch sei, es ist zu tief zum Luftanhalten. Daher unsere Erfindung. Dann hole ich mal diese Teile. Im Modell 2 befindet sich eine intakte Druckluftkapsel, aber wie gesagt, es steckt im Schacht fest. Wenn du von dort lebend hochkommen konntest, kann ich runterschwimmen. Okay.
Für die anderen Teile könnte sich eine Herde eignen, die Stemmo südlich von hier gesichtet hat. In Ordnung. Wegen des Stöberns. Morland, Beute interessiert mich nicht. Was immer du da unten findest, gehört dir. Gut. Komm zurück, wenn du alles hast. Gute Jagd. Ich dachte, wir würden die... Vermutlich an die 50 Gäste. Da brauchen wir... 3 Dutzend Fässer. Schwarzbier vielleicht. Nein, nein, für ihn Plünderersaft. Planst du etwa ein Fest? Ich rechne Morlands Beerdigung durch. Dank dir. Ich war... So nah dran! Wir wollten weg. Weg von all diesem Unsinn. Und dann kommst du mit deinem... mit deinem verrückten Vorschlag. Es wird funktionieren. Kommt mir bekannt vor. Ich bin jederzeit bereit, Geschäfte zu machen. Ich lass dich in Ruhe. Sei so nett. Und lass uns alle in Ruhe. Wir finden einen Weg zu den Glimmern, da bin ich mir sicher. Optimismus, eine tolle Sache, bis man eine Maschine in den Rachen stolpert. Pessimismus, rettet vielleicht deine Haut, aber niemals deine Stimmung. Wieder einmal. Laut Morland müsste die Herde von mir sein. Komm ein Zahnrad, Demura. Eine Drohne. Gehört bestimmt zu Cyclops. Wenn ich an die Daten komme, kann ich sie mit der Kuppel an der Basis verbinden. Aber wie komme ich da hoch?
So, hier sollte laut Morland die Herde sein. Sie müssen weitergezogen sein. Ich muss ihnen folgen. Ich sollte nach Spuren suchen. Das kommt für später zum Vorrat. Da. Die Spuren sollten mich zur Herde führen. Da ist die Herde. Dort sollte ich die benötigten Teile kriegen. Ein guter Zeitpunkt für Schockaktion. Oh, der Sturm bringt eine Sandrose. Toll. Membran hat die richtige Größe, aber ist zerrissen. Ich nehme an, die Maschine. Thank you.
Eine synthetische Membran. Okay, das war's mit den Maschinenteilen. Ich muss nur die Druckluftkapsel aus Morlands Tauchblase holen. Ich habe die Druckluftkapsel. Ich sollte jetzt alle Teile haben, um das Ding zu bauen. Dann mal zurück zu Morland. Wie kann ich dir helfen, Partner? Wie tief ist es? Kann ich runterschwimmen? Wenn du Kiemen hast. Man könnte... Für... Es ist die... Wie die... Da... Ich habe alles Nötige für den Bau der... Der unglaublichen Tauchermaske. Ich glaube, Tauchermaske sollte reichen. Streiten wir nicht. Die Werkbank gehört dir. Meine Güte. Ein Wunderwerk. Wenn sie funktioniert, darf ich auch? Ich will da unten eine ganz besondere Beute. Falls ich nicht ertrinke. Und was genau suchst du eigentlich da unten? Ist schwer zu erklären. Etwas, das einen Fehler im Kontrollapparat der alten Stadt verursacht hat, was zur Überflutung führte. Oh, ich dachte, wir waren der Grund. Wir hätten eine Falle ausgelöst. Ich weiß nicht, wie wir entdeckt wurden. Wie gesagt, die
tanzenden Lichter veränderten sich zu Meeresleben. Dann kam ein roter Blitz. Das Donnern einströmenden Wassers. Moment, ein roter Blitz? Ein rotes Licht aus der Nähe des Gitters am Boden, wo das Wasser durchschoss, wie ein Signalfeuer. Oder eine Warnung. Danke, das könnte helfen. Das hoffe ich. Viel Glück da unten. Okay. Mal sehen, ob das Ding funktioniert. Das ist doch was. Ich kann hier unten tatsächlich atmen. Die Maske scheint dicht zu sein. So tief bin ich noch nie zuvor getaucht. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Seefahrtslichter. Bestimmt Poseidons Werk. Da könnte es rausgehen. Poseidon ist irgendwo. Ich muss sein Versteck finden. Wow! Eine Maschine. Keine Chance, unter Wasser gegen sie anzukommen. Ich muss vorsichtig sein. Der Ort ist riesig. Und alles ist unter einer Kuppel. Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Um ein Notfallablassen auszuführen, müssen die Primär- und Sekundärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Der Karte nach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein.
Da ist der Zugriffspunkt. Das sollte mich zum Pumpenknoten führen. Mehr Maschinen hier unten. Ich muss in Deckung um sie herumschwimmen. Es muss hier unten ein ganzes Netzwerk dieser Tunnel geben. Wasserleitungen für eine ganze Stadt. Hier nicht in den Vorsprung. Vielleicht kann ich irgendwie rausklettern. Der erste Knoten ist jetzt abgeschaltet. Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Danach sollte der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein.
Schalt einfach den zweiten Knoten ab. Bewegt sich nicht. Vielleicht drücken die Trümmer es runter. Knoten gekümmert. Jetzt muss ich nur das Notfallablassen in der Wartungsstation auslösen. Der Karte nach sollte die Wartungsstation am südlichsten Ende der Kuppel sein. Rotes Licht in dem Turm. Wie bei der Konsole. Könnte die Wartungsstation sein. Aber wie komme ich rein? Anscheinend ist dieses Gebäude zum Teil eingestürzt. Da komme ich gleich rein. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich muss eine Konsole für das Notfallablassen finden. Vielversprechend aus. Hier drin sollte eine Konsole sein. Systemabschaltung fast erledigt. Jetzt muss ich in der Schaltstelle nur noch alles abschalten. Das war's dann wohl.
So. Nicht mal trocken. Maschine kümmern, die Tür am anderen Ende der Kuppel bewacht. Sobald ich an der vorbei bin, komme ich zu dem, was mich auf der anderen Seite der Tür erwartet. Poseidon. Das Ablasten hat wohl nicht alles Wasser entfernt. Maschinen zurückgelassen. Mich anschleichen und mir zuerst die Große vornehmen.
mit Stil. Okay, Poseidon ist dort entlang. Aber wo ist die Maschine? Aloy, welch ein Wunder! Komm schon. Hey, warst du das? Hast du das Wasser gesehen? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Wow. Ja, es wird schwierig werden, so an die Glimmer zu kommen. Als die rauflustigen Abenteurer die Bestie sahen, wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Also gut. Bleibt hier und feuert, wenn ich angreife. Thank you.
Anton sollte irgendwo hinter dieser Tür sein. Zeit, ihn nach Hause zu bringen. Die nehme ich mit. Poseidon sollte sich in einer Art Prozessor verstecken. Ich brauche eine Konsole, um Zugriff zu erhalten. Da, die Konsole sollte ich nutzen können. Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Zu Gaia. Ja. Mutter, nach dem Wasser führen sie ihr zurück. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Poseidon-Mutterfunktion wieder her. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Ich kann es nicht. Systemneustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Morland und seine Crew sind bestimmt wieder oben. Mit allen Glimmern, die sie tragen können, wette ich. Immerhin etwas Schweiß abgespült.
Genau hier fing es an, vor über 30 Jahren, als dieses Casino noch das Tempo genannt wurde. Ein Aufzug. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht noch. Wäre schön, nicht klettern zu müssen. Kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Wen hat das alles gekostet? Die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Ach, als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh, komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich hab mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele, da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber ich sollte mich zuerst in diesen Ruinen umsehen, bevor ich zurückkehre. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Wie zu den tiefen Wasserstellen, die ich entdeckt habe.